Mein Name ist Nick, ich komme aus Niederossig, das ist bei Krostitz und ich mache die Ausbildung zum Medientechnologen Druck in der Fachrichtung Bogen-Offset-Druck und ich arbeite bei der Schimmerdruck GmbH in Delitzsch. Die Schimmerdruck GmbH erstellt Druckerzeugnisse. Wir sind technisch sehr breit aufgestellt, also wir machen den Druck, die Weiterverarbeitung und den Versand und können kleine Auflagen individuell gestalten, aber auch große Auflagen wie Handzettel und Broschüren bis hin zu Büchern selber produzieren. In der Ausbildung ist es vor allem wichtig, auf die Qualität zu achten bei den Druckprodukten und natürlich auch die Maschinenwartung. Also es gehört viel Reinigen dazu, es ist aber auch viel Bogenkontrolle oder allgemein Druckerzeugniskontrolle und ja, macht halt so den Großteil der Ausbildung aus, aber ich komme natürlich auch in die anderen Bereiche in der Ausbildung, was ich auch sehr schön finde, dass ich auch zum Beispiel im Bereich Weiterverarbeitung ein bisschen kleine Erfahrungen sammeln kann, wie es denn weitergeht, wenn das Produkt fertig ist. Ich habe hier meine Ausbildung bei Schimmerdruck gemacht und habe direkt danach meinen Ausbilderschein gemacht, bin jetzt auch als Ausbilder tätig und aktuell befinde ich mich berufsbegleitend in einer Weiterbildung zum technischen Fachwirt und die Kosten dafür trägt Schimmerdruck. Also in der Ausbildung wird mir ein Ausbilder zur Seite gestellt, der ist auch die ganze Zeit für mich da, also das ist quasi eine 1:1 Betreuung. Und ja, ich darf auch schon viel praktisch machen, was ich auch sehr schön finde. Also ich bekomme das alles direkt beigebracht von meinem Ausbilder und ja, deswegen kann ich auch schon jetzt viel alleine machen. Am besten in der Ausbildung bisher gefällt mir tatsächlich die Kontrolle der Druckerzeugnisse. Mir macht es einfach wirklich Spaß zu sehen, wie sich das Druckbild verändert, wenn man ein paar Einstellungen ändert. Und ja, das macht mir zurzeit am meisten Spaß bisher. Schimmerdruck ist auf vielen Ausbildungsmessen vertreten. Genauso haben wir auch viele Schulprojekte, wie zum Beispiel das Navicamp, wo wir auch Auszubildende und Mitarbeiter hinschicken und dort eben für unser Unternehmen werben. Das Projekt Navicamp, da war ich selbst mit dabei, das ist in Eilenburg gewesen. Da waren wir in einer Schule, da gab es halt verschiedene Unternehmen, die sich vorgestellt haben und kleine Workshops angeboten haben für Schüler. Und dort durfte ich zum Beispiel auch selbst meine Firma ein bisschen vorstellen, ein bisschen erzählen, was wir machen. Und dann haben wir auch noch zusammen in Kooperation mit dem Soziokulturellen Zentrum einen Linol-Schnittdruck gemacht. Und ja, das haben wir halt Hand in Hand mit den Schülern zusammen machen dürfen. Das hat wirklich Spaß gemacht.